netzpolitische Bilanz der Bundesregierung denke. Ja, habe ich eher so verhaltene bis sehr negative Gefühle. Angefangen bei der Überwachungsbilanz bis hin zum Kampf gegen Datenschutz und den ausbleibenden bis schwierigen Positionierungen im Bereich Urheberrecht und Verbraucherschutz gibt es vieles, über das sich klagen lässt. Es gibt aber auch ein Projekt oder ein Vorhaben der Bundesregierung, auf das ich nichts kommen lasse, was ich für sehr vorbildhaft halte und bin sehr froh, dass es schon in die sechste Runde geht. Das ist nämlich der Prototype Fund. Was genau das ist und worum es da geht, erzählen euch gleich Adriana und Tasmo vom Team des Prototype Funds. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Der Prototype Fund geht schon in die sechste Runde und wir bekommen zu hören, worum es eigentlich geht und was das Thema wird. Herzlich willkommen. Danke. Zwei Mikrofone. Hallo. Super. Hallo, danke, dass wir heute Abend hier sein dürfen. Wir sind beim Prototype Fund für das Programmmanagement zuständig. Das heißt, wir sind eng im Austausch mit den verschiedenen Projekten, die wir gefördert haben und noch fördern werden. Ich sehe heute Abend auch schon ein paar hier, ein paar Menschen, deren Projekte wir fördern durften. Das ist sehr schön. Ich stelle aber gleich den Prototype Fund, dessen erstes Slide man leider nicht sieht, aber es ist eh nur das Logo, stelle ich gleich nochmal vor. Wie man sich vielleicht denken konnte, das ist Tasmo, ich bin Adriana, ich fange jetzt an und dann übergebe ich an meinen Kollegen. Ins Licht? Ah. Besser hier? Dann rucke ich dir ein bisschen sehr zu Leibe. Bitteschön. Genau, also was wir heute Abend machen wollen, ist zum einen einen Ausblick auf die sechste Förderrunde geben, welches Thema wir uns dafür gegeben haben, weil jede Runde vom Prototype Fund hat ein eigenes Thema. Und wir haben sozusagen Bergfest, nennt man das. Wir sind bei der Hälfte der geplanten Laufzeit des Funds selber angekommen. Und deswegen wollen wir euch ein bisschen erzählen, was wir soweit gelernt haben. Jetzt bräuchte ich die nächste Slide. Perfekt. Super. Um was geht es eigentlich beim Prototype Fund? Was macht der? Wir fördern, wir nennen es Public Interest Tech, man könnte das auch einfacher ausdrücken. Wir fördern gemeinwohlorientierte oder gemeinnützige Software. Das heißt, Menschen bewerben sich bei uns mit einer Idee für ein Projekt, mit der sie ein konkretes Problem lösen wollen oder etwas verbessern wollen. Nicht unbedingt profitgetrieben, sondern wirklich mit dem Wunsch, ein gutes Projekt umzusetzen. Und das konnten wir jetzt schon für 81 Projekte tun, die jeweils eine maximale Fördersumme von fast 47.500 Euro bekommen haben. Und insgesamt haben wir damit dann 3 Millionen Euro schon ausschütten können für Open-Source-Softwareentwicklung. Das Geld kommt bei uns, um es ein bisschen genauer zu machen, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Warum machen die das? Es gibt zwei Punkte, die der Prototype Fund erfüllt. Einmal ganz klar, wir fördern tolle Projekte, tolle Menschen, die innovative Ansätze haben. Aber wir sind auch ein Forschungsprojekt. Das heißt, es geht darum herauszufinden, wie das Geld anders verteilt werden könnte, also öffentliche Gelder anders verteilt werden könnten, als es bis jetzt passiert ist. Was ist? Okay, alles gut. Genau, bis jetzt werden meistens sehr große Summen an sehr große Einheiten vergeben und der Prototype Fund macht das genau andersrum. Leichtgewichtig, also kleine Fördersummen für einen kurzen Zeitraum an Einzelpersonen oder an kleine Teams. Und damit erreichen wir eben ganz andere Menschen, eine ganz andere Community mit ganz anderen Motivationen, als es bis jetzt der Fall war. Und das ist sehr schön, dass öffentliche Fördergelder so auch einmal vergeben werden können. Damit kommen wir schon zu dem Schwerpunkt, den der Prototype Fund generell hat. Also wir haben mehrere verschiedene Oberthemen, bevor wir dann zu dem Schwerpunkt der sechsten Runde kommen, nur damit es keine Verwirrung gibt. Das erzählt euch jetzt Tasmo. Und Tasmo, du musst ins Licht. Du darfst im Licht bleiben, sonst fühle ich mich so alleine. Der Prototype Fund hat vier Projekt- oder rundenübergreifende Schwerpunktthemen. Das erste ist Civic Tech. Dabei geht es um Tools für Bürgerinnen und Bürger.
zur gesellschaftlichen Mitbestimmung, Mitsprache, Mitgestaltung der Gesellschaft. Wir suchen dabei Modelle zur Erzeugung, Erhebung, zum Teilen und zur Nutzung offener Daten. Als Folge versprechen wir uns die gesellschaftliche Teilnahme von mehr Menschen und die Beteiligung von mehr Bürgern in der Gesellschaft an sich. Der zweite Schwerpunkt ist Datensicherheit. Dazu passt auch heute der Tag. Ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben. Heute ist der Safer Internet Day. Wir haben bisher schon relativ viele Projekte gefördert, die genau sich mit dem Thema beschäftigen. Bei uns geht es vor allen Dingen um Fokus auf sichere Kommunikation, sicheren Datenaustausch und Datensparsamkeit dabei. Als Folge versprechen wir uns eine freiere Meinungsbildung, ohne die Angst zu haben, dass man überwacht wird oder gar manipuliert wird in seiner Kommunikation. Grundvoraussetzung, oder besser gesagt, gehen wir davon aus, dass Datenverschlüsselung, Datensicherheit die Grundvoraussetzung für selbstbestimmtes Handeln in der Gesellschaft ist. Und am besten sollten die Tools auch noch in ihrem Quellcode veröffentlicht werden, sodass nachvollziehbar ist, wie sicher das Ganze ist. Natürlich muss sich dann noch jemand die Mühe machen, das zu auditieren. Der dritte Schwerpunkt ist Data Literacy. Dabei geht es um die Fähigkeit, sachgerecht und kompetent Daten aufzuarbeiten, zu analysieren, große Sammlungen von Daten zu interpretieren, die Zusammenhänge zwischen Daten darzustellen und damit eine Förderung des souveränen und aufgeklärten Umgangs mit Daten zu erreichen. Denn wer Daten lesen kann, wer sie interpretieren kann, der kann sie auch nutzen. Und als viertes, war ich das hier, geht es um Softwareinfrastruktur. Dabei vorrangig um die Souveränität über die eigene Basis der Kommunikation. Wir suchen offene, dezentrale Lösungen für stabile Netzwerke, die wiederum für selbstbestimmte Nutzerinnen und Nutzer da sind. Wir möchten vielfältige, diverse und nicht monopole Lösungen. Die Folge ist, dass Netze sicher und stabiler werden und auch Angriffe auf die Infrastruktur für unsere Projekte schwieriger werden. Genau, und damit kommen wir jetzt schon zu den drei Learnings, die ich euch vorstellen möchte, die wir mittlerweile schon gesammelt haben. Die sind vielleicht für den einen oder anderen ganz offensichtlich, für den manch anderen aber vielleicht nicht. Wir sagen, es geht uns um Philosophy. Was heißt das? Wir möchten mit dem Prototype Fund und mit der Art und Weise, wie das Programm aufgesetzt ist, Menschen dazu zu ermutigen, auch Fehler zu machen und scheitern oder in die falsche Richtung laufen und von vorne anfangen müssen, nicht als etwas Schlimmes zu erachten, sondern als ein Teil davon, etwas Neues zu machen. Das heißt, was wir beim Prototype Fund tun, ist, alle Projekte, die wir fördern, ermutigen, ganz offen zu erzählen, was hat alles nicht geklappt. Am Ende vom Prototype Fund gibt es immer einen Demo Day. Und bei dem geht es nicht darum, den perfekten Prototyp vorzustellen, alles zu erzählen, wie wunderbar das war und wie erfolgreich man war, sondern zu erzählen, okay, was hat nicht funktioniert, warum musste ich nochmal von vorne anfangen, warum solltet ihr, wenn ihr das ähnlich machen wollt, auf das und das achten. Das heißt, jedes Ergebnis ist ein gutes Ergebnis, egal ob es scheiternd war oder sofort geklappt hat, weil andere können davon lernen. Und gerade in Deutschland haben wir manchmal so ein bisschen diese Kultur des Scheiterns geht nicht. Aber eigentlich ist Scheitern gut, weil dann hat man was gelernt und macht es beim nächsten Mal besser. Und das wollen wir auf jeden Fall ermutigen dazu, auch dem Scheitern nicht entgegenzustehen, sondern das anzunehmen. Vielfalt ist Vorteil. Das sieht man, kann man in zwei Richtungen denken. Wir sagen, dass man von Tag 1 am besten User-Testing machen soll. Das ist oft so, dass die Projekte, die wir fördern, sagen, nee, also jetzt muss ich erst das machen und dann muss ich erst das machen und dann kann ich eventuell anfangen, mit meinen Nutzerinnen zu sprechen. Und wir sagen immer, nein, mach das sofort. Weil umso mehr man sich austauscht, umso mehr man auch diesen Open-Source-Spirit lebt, dass man mit der Community zusammenarbeitet und davon profitiert, dass man viel Feedback bekommen kann und viel im Austausch steht,
umso früher man das macht, umso besser. Deswegen tauscht euch aus, sucht euch Allies und arbeitet ganz früh mit den Leuten zusammen, für die ihr eigentlich arbeitet. Die wenigsten machen irgendwie ein Projekt nur für sich selber, sondern für andere. Deswegen sprecht mit denen. Das heißt aber auch, dass man versuchen sollte, die Leute, die man haben möchte, mit denen man reden möchte, gezielt anzusprechen. Was wir gemerkt haben, ist, dass wenn wir einfach nur eine Förderrunde ausschreiben, dann kommen oft sehr ähnliche Menschen zu uns. Und wir mussten ganz gezielt nach den Menschen, die wir auch erreichen wollten, fragen. Wir mussten ganz direkt sagen, um es so konkret zu machen, Frauen, bewerbt euch. Und auf einmal war der sehr, sehr niedrige Anteil von 7% an Bewerbungen, die von Frauen kamen, bei 19%, was immer noch viel zu wenig ist, aber was deutlich besser ist. Was wir gelernt haben, ist, man muss wirklich sagen, wir wollen euch. Und man kann nicht erwarten, dass die Leute einfach auf einen zukommen, weil da gibt es viele Hemmungen, die man selber vielleicht gar nicht sieht. Und als letztes Learning, zusammen ist man weniger allein. Das war eine Hypothese, die wir hatten, als wir den Prototype Fund ganz ursprünglich aufgesetzt haben. Wir dachten, es kommen ganz viele einzelne Softwareentwicklerinnen und Entwickler zu uns und bewerben sich. Im Endeffekt kam raus, nein, es kommen ganz viele kleine Teams, 3 Personen, 4 Personen. Und dass es diesen Teams auch viel besser geht als einer einzelnen Person. Wenn man alleine ist, dann kommt immer irgendwann der Punkt, wo man festhängt, man weiß nicht weiter, man bräuchte einen Sparringspartner. Und man braucht immer irgendwann mal den Designer oder man braucht vielleicht die Politikwissenschaftlerin oder wen auch immer. Deswegen, wir haben das angepasst. Am Anfang war es eigentlich nur gedacht, dass sich Einzelpersonen bewerben können. Mittlerweile ermutigen wir wirklich die Leute, nein, bewerbt euch lieber im Team, weil es funktioniert einfach besser. Deswegen zusammen ist man weniger allein. Und damit kommen wir dann jetzt schon zum wunderschönen Fokus der 6. Runde, den wieder Tasmo vorstellt. Ja, nach den beiden Runden, nämlich der gerade laufenden Runde zum Thema Power to the Users und der am 1. März beginnenden Runde mit dem groben Thema künstliche Intelligenz, wollten wir was nicht explizit Technisches machen und haben uns deswegen darauf geeinigt, dass Nachhaltigkeit in der Technologie ein riesengroßes Thema ist. Wir nennen es Commit-System erneuern. Ein Commit ist der Beitrag eines Einzelnen oder einer Gruppe zur Änderung bestehender Systeme oder zur Erzeugung neuer Systeme zum Besseren allgemein. Wir erwarten von den Projekten, die sich bewerben, dass sie schon mitdenken, wie sie nach Ende der Förderlaufzeit auch weiter bestehen und ihren nachhaltigen Gedanken weitertragen können. Die Nachhaltigkeit splitten wir in verschiedene, oder wir sehen da verschiedene Facetten. Und zwar die ökologische Nachhaltigkeit, die sozioökonomische Nachhaltigkeit und die Nachhaltigkeit in den Strukturen von Communities und Open-Source-Entwicklung. In der ökologischen Nachhaltigkeit, vielleicht kennen oder bestimmt kennen viele das Stichwort Green Computing, geht es darum, wie Anwendungen zum Klima- und Ressourcenschutz beitragen können, wie sie eventuell Ressourcen viel effizienter nutzen können oder gar einsparen können. Die sozioökonomische Nachhaltigkeit dient dem Aufbau nachhaltiger Communities. Projektleiterinnen und Leiter müssen in großen Communities entlastet werden. Die Verantwortung soll auf mehrere Schultern verteilt werden. Die Strukturen in Communities sollen dezentral und transparent werden. Und die Einstiegshürden für neue Mitglieder in Communities sollen verringert werden. Das wünschen wir uns von den Projekten. Beteiligung in Communities sollte auch abseits von technischer Leistung gewürdigt und honoriert werden. Und auch ein wichtiger Teil der Nachhaltigkeit ist Wissen. Das ist unsere menschliche Ressource, die nie endet. Und wir wollen Strukturen, die Wissen verfügbar machen und das nicht nur kurzfristig, sondern auch auf lange Zeit. Und wir wollen uns Gedanken machen, wie dieses Wissen an Communities verteilt werden kann, die dieses Wissen nutzen
und für ihre Arbeit verwenden können. Was müsst ihr beachten, wenn ihr euch bewerben wollt? Als Allerwichtigstes, ihr müsst volljährig sein. Wer noch nicht volljährig ist, es gibt andere Programme, zum Beispiel Jugendhakt, wo man auch mit Code die Welt verbessern kann. Das Ministerium gibt Geld nur an Menschen, die auch schon Steuern zahlen. Wichtig ist, da das ja vom Bundesministerium für Forschung und Bildung kommt, die sich zur Aufgabe gesetzt haben, vorrangig deutsche Projekte zu fördern, dass der Wohnsitz in Deutschland ist. Es muss nicht die Staatsbürgerschaft sein, sondern der Wohn- und Geschäftssitz, damit in Deutschland auch die Steuern gezahlt werden. Ja, habe ich quasi gerade schon erwähnt. Und die letzte Bedingung, die aber sich im Arbeiten erst ergibt, dass alles, was gemacht wird, als Open Source veröffentlicht wird, dass auch die Community nach Ende der Förderzeit die Möglichkeit hat, die Projekte weiterzunutzen und eventuell in schon bestehende Systeme mit zu integrieren oder eben Neues damit zu schaffen. Das kann man in einem selbstgehosteten Git tun oder auf Services wie GitLab oder GitHub, die es alle schon gibt. Jetzt darf ich Adriana wieder zu mir bitten. Genau, jetzt gibt es ganz schnell zum Schluss noch den Gratis-Tipp, falls sich jemand jetzt schon gedacht hat, oh, 50.000 Euro knapp für mein Projekt. Könnte man ja mal machen. Der ist wahnsinnig ausgebufft. So sollten wir ausschauen, wenn ihr euch bewerbt. Heißt, ganz klar sagen, was mache ich, warum mache ich es und für wen mache ich es. Eigentlich kein Hexenwerk, aber da kommen dann diese ganzen Probleme, dass man selber ja so ganz genau weiß, was man tut und dabei irgendwie die Fähigkeit verloren geht, anderen zu erklären, was man eigentlich tut. Leider kriegen wir auch oft Bewerbungen auf Englisch, die wir dann nicht annehmen dürfen, weil wir vom deutschen Staat unser Geld bekommen sozusagen. Deswegen muss alles auf Deutsch sein. Wir dürfen keine englischen Bewerbungen annehmen. Das ist einfach eine Richtlinie. Und wir hätten einfach gerne, dass man versucht, in einer ganz einfachen Sprache zu erklären, was man tut. Klar, da sind viele technische Details dabei. Wir wollen ja auch technische Projekte, also mit einem gewissen Grad an Standard fördern. Aber es muss so verständlich sein, dass am besten jemand, der überhaupt gar keine Ahnung davon hat, das liest und sich denkt, oh, das ist super gut. Deswegen sage ich ganz oft, wenn man sich wirklich bewerben will, einfach an ganz viele Menschen diese Bewerbung verteilen. Das ist auch nicht lange, das sind eigentlich nur 8 Fragen in so einer Online-Maske, das geht auch recht schnell. Und vielleicht jemanden drüber lesen lassen, der in einem ganz anderen Gebiet arbeitet und wer der sagt, ja, hört sich gut an, dann kann man einreichen. Genau, und es geht eben darum zu sagen, für wen mache ich das auch. Also wir sind ein gemeinwohlorientiertes Projekt, deswegen steht das ganz oben, für wen arbeitet ihr, wem wollt ihr damit helfen. Und zum Glück ist die Deadline noch eine Weile hin, das heißt, ihr habt auch noch schön viel Zeit, wenn euch das jetzt angesprochen hat. Und wir sind auch unter diesen ganzen Adressen erreichbar und auch noch den ganzen Abend hier und freuen uns, wenn ihr uns Fragen stellt oder Feedback gebt oder irgendwas noch hören wollt von uns, dann sprecht uns gerne an. Ansonsten freuen wir uns jetzt total auf, was noch kommt. Die Einladung und wir zum haben Demo-Day. Noch eine Einladung für den Demo-Day, der am 2. März jetzt ist, also ein Samstag. Da ist die Runde Power to the Users zu Ende und die präsentieren ihre Projekte, an denen sie die letzten 6 Monate gearbeitet haben. Da könnt ihr gerne kommen. Alle Informationen sind auf unserer Webseite. Auch nochmal ein bisschen Hintergrund zu dem nächsten Themenschwerpunkt, Stichwort Nachhaltigkeit. Und damit würde ich jetzt das Wort wieder abgeben. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Bleibt ruhig nochmal im Vorne. Adriana und Tasmo vom Prototype-Team.